Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg Schätze der Küste des Erwachens. Und was müssen wir dafür machen? Entdeckt die verborgenen Schätze an der Küste des Erwachens. Da gibt es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und die wollen wir uns jetzt zusammen angucken, auch die, die ich schon gesammelt habe. Da habe ich extra mir noch einen Twink rausgesucht. Und ja, das Ganze ist übrigens auch Teil eines Meta-Achievements. Da muss man in allen vier Gebieten das quasi zusammensammeln. Dazu werde ich dann aber auch noch ein Video erstellen. Bevor wir uns jetzt die Schätze im Einzelnen angucken, will ich euch noch kurz das System erklären, wie das hier funktioniert. Es ist leider nicht so wie in den anderen Expansions, dass wir einfach lostigern, die Schätze aufmachen und dann Credit fürs Achievement haben, sondern bei manchen Schätzen ist es so, dass wir vorher eine Schatzkarte brauchen. Um diese Schatzkarten bekommen zu können, müssen wir die erstmal einmal freischalten. Es gibt insgesamt 11 Schatzkarten und diese 11 Schatzkarten, die ich hier schon 10 davon im Inventar habe, funktionieren im Endeffekt so, dass die für verschiedene Schätze gut sind. Also jede Schatzkarte ist genau für einen Schatz gut. Und diese 11 Schätze verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete. Hier haben wir zum Beispiel Küste des Erwachens, da Ebene von Onara, zu Blaues Gebirge und so weiter. Und ja, wie schalten wir die Dinger frei? Als allererstes müsst ihr ein Item looten. Und zwar haben wir ein Item, das schimpft sich Vorratstasche der Dracheninseln. Und diese Vorratstasche der Dracheninseln droppt quasi von Drachen. Und das sind die ganz am Anfang von der ersten Quest. Urproto-Drachen schimpfen sich die. Die sind hier oben. Da, wenn ihr quasi aus dem Boot rauskommt oder Zeppelin bei der Horde, müsst ihr die Viecher umhauen. Und dann droppt im Normalfall das Ding. Da droppt dann quasi eine Vorratstasche der Dracheninsel und diese Vorratstasche müsst ihr einfach nur hier im Lager abgeben. Wenn ihr noch relativ am Anfang von der Expansion seid und diese Vorratstasche habt, steht dann der NPC, der Rüstungsmeister von den Drachenschuppen, quasi dort im Lager. Das ist dann sie hier, Katalogisiererin Jakes. Und bei der könnt ihr das abgeben. Und sobald ihr diese Tasche abgegeben habt, 99% der Leute werden das am Anfang gedroppt bekommen haben, könnt ihr dann die erste Karte kaufen. Und zwar ist das die Artefaktaufzeichnung des Archäologen. Und die könnt ihr dann kaufen für 10 Vorräte. Und das ist dementsprechend der allererste Schatz, den ihr bekommen könnt. Und der markiert euch dann den ersten Schatz auf der Map und ja, dann habt ihr quasi schon mal die erste Schatzkarte. Alle anderen Schatzkarten könnt ihr erst dann bekommen, wenn ihr diese Anfangsquest gemacht habt. Wahrscheinlich haben fast alle die von euch gemacht. Guckt einfach mal hier bei der Händlerin vorbei, ob ihr es quasi drin habt. Ich bin jetzt hier quasi im Basislager der Drachenschuppen-Expedition. Und da von der Rüstmeisterin. Wenn ihr noch nicht so weit gequestet habt, dann steht sie auch hier in dem Lager mittendrin und könnt ihr das Ganze machen. Genau, das ist jetzt der Start. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr insgesamt 5 weitere von diesen Karten einfach aus allen möglichen Schätzen rausluten. Das können die ganz normalen Expeditionspakete sein. Es können diese bewegte Erde sein, wo ihr die Schaufeln wiederum braucht. Die könnt ihr übrigens auch da drin kaufen. Also ihr könnt bewegte Erde nur sehen, wenn ihr die Schaufeln im Inventar habt und auch nur öffnen. Die könnt ihr hier, kleine Expeditionsschaufel, könnt ihr einfach kaufen, hat 5 Aufladungen. Oder ihr baut die robuste Expeditionsschaufel, die hat 20 Aufladungen. Die kann ein Schmied herstellen, könnt ihr aber auch immer Haar kaufen. Da kann das rauskommen. Dann gibt es noch magische Schatzkisten, irgendwie so heißen die. Da kann es auch rauskommen. Die kriegt ihr aber erst freigeschalten, wenn ihr auf Renown 16 seid bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und ja, dann heißt es einfach Kisten aufmachen. Es ist so, dass etwa, man sagt so im Schnitt, zwischen 50 bis 100 Schätze müsst ihr aufmachen. Dann kriegt ihr eine Karte, nochmal 50 bis 100 aufmachen, kriegt ihr die nächste Karte. Also es sind sehr, sehr viele Schätze, die ihr aufmachen müsst. Und ihr seht, ich bin mittlerweile bei allen von diesen Fraktionen auf Max-Level und habe dementsprechend einige Schätze aufgemacht, um diese ganzen Karten zu kriegen. Das ist es aber noch nicht ganz gewesen. Ich habe gesagt, eine kriegt man am Anfang beim Händler, wenn man die Quest gemacht hat. Die anderen kriegt man danach aus den Schätzen, die 5 Stück. Und dann gibt es nochmal 5 weitere und die könnt ihr erst bekommen, wenn ihr bei der Drachenschuppen-Expedition auf einem gewissen Ruhm-Level seid. Ja, das kriegt ihr vorher nicht, warum auch immer. Ihr müsst erst Ruhm 21 sein. Und zwar habt ihr dann eine spezielle Geschichte, Schatzkarte für juwelenbesetzten Welpling.
Und dann kriegt ihr 5 weitere Schatzkarten. Und diese führen euch zu Schätzen, wo irgendwas drin sein kann, was dann jeweils für diese juwelenbesetzten Welblinge gut ist. Die kann ein Juwe bauen. So 100% weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht Bescheid, aber das scheint eine Materialie zu sein, die ihr braucht, um dementsprechend diese Juwe-Dinger bauen zu können. Ne? Und dementsprechend kriegt ihr die Schätze halt erst ab 21. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will hardcore das Zeug farmen, dann macht es vielleicht Sinn, erst bei den Drachenschuppen auf 21 zu kommen und dann die ganze Zeit die Kisten zu spammen, um alle Karten gleichzeitig holen zu können. Und wie gesagt, vorher braucht ihr halt die Questreihe. Gut, soweit zur Vorerläuterung. Ich würde sagen, jetzt können wir lostigern und dementsprechend uns die einzelnen Schätze anschauen. Dann kommen wir zum ersten Item und zwar zur Drachenkelch-Attrappe. Die habe ich mir schon besorgt. Wir sind jetzt hier einmal auf den Koordinaten 65, 41 in der Küste des Erwachens. Und dazu hatte ich auch schon ein Toy-Video gemacht. Da gab es nämlich ein kleines Spielzeug raus. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Das ist auch die erste Karte, die wir brauchen. Mit dem Main hatte ich das wie gesagt schon gemacht, aber mit dem Twink habe ich mir diese Karte hier nochmal geholt. Beziehungsweise einmal habe ich sie schon eingesetzt und jetzt setzen wir die nochmal ein. Das ist die, die wir vom Händler bekommen. Und dann seht ihr das auf der ganzen Map so quasi angezeigt. Ne, ihr seht, ich habe jetzt mit dem hier keine Addons an und die sieht man dann, egal wo man ist, auf der Map einmal angezeigt. Und erst dann, wenn man die Karte eingesetzt hat, können wir das Ding auch aufmachen. Sonst funktioniert das nicht. Und da gehen wir jetzt einmal hin und ihr seht, hier hinten haben wir das Ding. Das klicken wir an und da haben wir jetzt tatsächlich nur Vorräte rausgekriegt. Ah, interessant. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil ich das Toy schon gelernt habe. Muss ich ehrlich sagen, hat Blizzard mal mitgedacht, weil sonst kriegt man ja mit jedem Char quasi den Ramsch wieder ins Inventar und kann es nur wegschmeißen. Und jetzt kriege ich anstatt dem Toy ein paar Vorräte. Ist eigentlich eine optimale Geschichte. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar wollen wir uns jetzt einmal die Brustplatte des toten Mannes besorgen. Und die haben wir ein paar Meter weiter. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 69, 45. Und hier haben wir diesen Turm. Und jetzt ist es so, dass wir quasi das Ding nicht auf dem Turm holen müssen, sondern das ist hier in dem Turm drin. Deswegen fliegen wir jetzt einmal hoch. Dann fliegen wir hier in den Turm rein und fliegen dann wieder nach unten. Und zwar nicht ganz nach unten. Ihr seht, da unten gibt es noch einen Eingang oder so. Also da müssen wir nicht hin, sondern hier in so einer mittleren Ebene. Ne? Also hier oben kann man auch landen und hier in so einer mittleren Ebene haben wir ein kleines Skelett und nebendran eine Brustplatte. Brustplatte des toten Mannes. Und die looten wir jetzt mal. Und da kriegen wir ein Teamwork-Item raus. Das können wir dann auch mal lernen. Und wenn ihr wollt, können wir es uns auch angucken. Ja gut, so toll sieht es jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Vielleicht nochmal die Koordinaten, also hier in dem Turm 69, 46. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar am ersten, wo wir auch eine Karte brauchen. Ich will jetzt einmal hier die Karte benutzen, Rubin Edelstein Klumpen schimpft sich die Karte. Und wo sind wir genau? Wir sind hier einmal im Rubin-Lebensbecken. Und hier haben wir es auf Handy-Notes auch schon eingezeichnet, Koordinaten sind 61, 70. Und ja, da würde ich sagen, setzen wir jetzt die Karte ein. Ihr seht, also da unten können wir jetzt hier nichts anklicken. Und sobald wir die Karte für Rubin Edelsteinklumpen anklicken, müssten wir was sehen können. Und jetzt gucken wir mal. Gelernt ist sie. Und das Ganze, seht ihr? Jetzt einmal weg. Guckt mal. Wieder ein bisschen buggy, wenn ich so gucke. Hier unten können wir jetzt was looten. Und es müsste jetzt auch auf der Map eingezeichnet sein. Ja, da seht ihr es. Jetzt haben wir quasi hier die Kiste auch eingezeichnet. Und erst jetzt können wir das Ding auch looten. Fliegen wir jetzt mal runter. Und das müsste eigentlich so eine Materialie sein, wo wir dann dementsprechend mit dem Teil hier so ein Pad bauen können. Ne? Also es ist eine Währung. Wahrscheinlich ist es aus Seelen gebunden, schätze ich jetzt mal. Hier unten haben wir es, genau. Ich vermute mal, das läuft dann über einen Arbeitsauftrag und darüber kann man sich dann diese Haustiere bauen lassen. Gut, nochmal auf der Map, also hier unten am Rubinslebensbecken mit der Karte. Dann kommen wir zum nächsten Schatz und zwar neblige Schatzkiste. Und die finden wir in einem Wasserfall drin. Hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, denn man kriegt da einen netten Beutel raus, aber den werden wir uns gleich nochmal angucken. Ich befinde mich jetzt hier auf den Koordinaten 58, 52 an hier so einem Wasserfall. Und hier im Wasserfall, seht ihr, hier oben ist so ein Stein und dort können wir einmal reinfliegen. Ne? Also fliegen wir rein, ihr seht, meine Hand habe ich da schon abgestellt. Ich habe jetzt hier keine Kiste, weil ich die schon gelootet hatte. Aber ich habe dazu meinen zweiten Account mitgenommen und seht ihr, da steht mein Hunter und hier haben wir neblige Schatzkiste. Die können wir einmal aufmachen
Und es macht tatsächlich auch Sinn, mit jedem Char die einmal zu holen, denn es gibt ein nebliges Säckchen und das ist eine 34-Platz-Tasche. Und das ist die größte, die es im Spiel gibt, also größer als alle anderen. Heißt, die mit dem einen oder anderen Char zu holen macht Sinn. Es gibt noch eine andere, so eine große, die gab es bei dem Pre-Event zu Shadowlands von dem Rare. Und ja, schon mal der Char hat sogar beide, ne, von den großen Taschen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Hier nochmal kurz auf der Map gezeigt, wo wir sind. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar wollen wir uns jetzt einmal den Blasentreiber besorgen und den finden wir einmal hier ganz oben. Koordinaten sind 40, 41 und dort brauchen wir wieder ein, ja, so ein Schreiben bzw. eine Schatzkarte und diesmal brauchen wir Ratgeber zu seltenen Fischen und das setzen wir einmal ein und dann müssten wir irgendwo da hinten was entdecken können. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bei Handy Notes wird es auch schon angezeigt und... Da seht ihr, da haben wir jetzt so einen kleinen Fisch. Wir machen die aufsammeln, nee. So, ich glaube, ich habe rausgefunden, wie das funktioniert. Man kann hier irgendwie diese duftende Pflanze anklicken. Und dann haben wir einen Buff drauf. Jetzt kommt das Viech zu mir, oder? Ah, und jetzt kann ich es anklicken. Gut, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das zu checken. Und was habe ich jetzt bekommen? Einmal ein Haustier, das ich mir anscheinend schon mal blöderweise im Haar gekauft habe. Das kann man anscheinend auch verkaufen. Ja, ich habe mir ein paar günstige am Anfang im Auktionshaus gekauft. Mal gucken, was das wert ist aktuell noch. Setzen wir es mal in den Käfig. Naja, 10.000 Gold haben oder nicht haben, ne? Ich weiß nicht, wie viel ich mir das gekauft habe. Aber es war, glaube ich, nicht viel, weil ich mir nur günstige Pets gekauft habe. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen Gold mitmachen. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich zeige es nochmal einmal auf der Map. Also hier hinten, ne, Pflanze an, den Plan müsst ihr drücken, Pflanze anklicken und dann kommt der Fisch zu euch, weil ihr einen Buff habt und dann könnt ihr den Fisch eintüten. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr es im Auktionshaus verkaufen. Dann sind wir beim nächsten Schatz und zwar Jenus Drache schimpft sich der. Den habe ich auch schon eingetütet, ist ein Toy und dazu hatte ich auch schon einen Toy-Guide gemacht. Wir schauen uns das jetzt mal an mit meinem Hunter gleich. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 46, 30 und hier brauchen wir auch keinen Plan oder irgendwas, sondern gehen wir auf den Hunter rüber, müssen das Ding einfach nur besorgen. Wir sind hier ganz oben auf so einem Baum, wie ihr seht. Den könnt ihr eigentlich kaum verfehlen. Der ist hier auf so einem, ja, Felsen drauf, würde ich jetzt mal sagen. Kleinerer Berg. Und dann müssen wir einfach hier hinterlaufen. Jetzt schauen wir mal, dass wir nicht runterfallen. Und dann können wir das Ding hier einfach anklicken. Und auch hier, clever Blizzard, da ich das Toy schon gelernt habe, kriegen wir einfach nur Vorräte. Oh, jetzt sind wir doch runtergefallen, aber das Ding haben wir schon eingetütet. Wenn ihr wissen wollt, wie das Toy aussieht, zu Janos Drachen habe ich, wie gesagt, schon einen Toy-Guide aufgenommen. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt relativ weit hier oben beim Drachenschuppen-Basislager auf den Koordinaten 48, 85 und dort sind wir an so einem kleinen Wasserfall, wie ihr seht. Da unten ist das Lager, hier oben ist der Wasserfall und hier drüben haben wir dann zerfledderter Reiterbeutel und den klicken wir mal an und dann kriegen wir tatsächlich nur ein bisschen was an Ressourcen raus. Okay, hätte jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Und dementsprechend haben wir da auch wieder das Ding erfüllt. Ja, anscheinend, ich schaue jetzt mal bei WoW Head, ne, da gibt es tatsächlich nur ein paar Ressourcen. Hat sich Blizzard anscheinend nichts Tolles einfallen lassen. Ich zeige es nochmal auf der Map, also hier oben direkt über dem Lager. Dann kommen wir zum letzten Schatz und zwar haben wir jetzt hier einmal den Onyx-Edelstein-Klumpen. Und dafür brauchen wir wieder eine Schatzkarte und zwar die Karte für den Onyx-Edelstein-Klumpen. Und bei dem ist es so, dass wir den anscheinend auch, sobald wir auf Stufe 21 quasi bei den Drachenschuppen kommen, gibt es eine Quest, dass wir die erste Karte von den Hohen, ne? Also von den 5 für diese Drachen, anscheinend auch beim über diese Quest bekommen, beziehungsweise beim Händler. Ihr könnt die aber auch aus den Kisten rauskriegen. Heißt, die eine müsst ihr nicht unbedingt looten, sondern die könnt ihr auch im Drachenschuppen Expeditionslager einmal so bekommen. So, nichtsdestotrotz haben wir die jetzt einmal, setzen die ein und dann müssten wir wieder einen Schatz auf der Map sehen und der ist einmal da hinten. Der ist aber, so wie ich das gesehen habe, nicht auf dem Berg drauf, sondern hier haben wir eine Höhle. Warte mal, ich zeige es vielleicht nochmal kurz auf der Map, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier bei den Koordinaten 32, 51 und hier ist da eine Höhle drin und in der Höhle müsste das Ding hier sein. Also hinten seht ihr die Festung. Jetzt versuchen wir in der Höhle mal so weit wie möglich zu fliegen, da müssen wir nämlich nicht so viel laufen. Einmal da hinten durch und dann irgendwo hier oben rum.
Schauen wir mal, wo wir genau rein müssen. Jetzt gucken wir mal, ob wir... Ne, dahinter müssen wir, glaube ich, nicht. Wir müssen, glaube ich, hier unten rein, ne? Also von da hinten sind wir gekommen. Hier unten rum müssen wir. Wir hätten jetzt auch stealthen können, merke ich gerade. Aber gut, egal. So, und dann seht ihr, liegt das Ding einmal hier. Onyx Edelstein Klumpen. Und den machen wir auch auf. Und tada, dann haben wir einmal das Achievement fertig. Warte mal, hier kommt Shadow Melt. Und ja, einmal sind wir mit dem durch. Das ist auch, wie ich es am Anfang gezeigt habe, ein Teil von dem Meta-Achievement, wo wir dementsprechend in allen vier Gebieten das suchen müssen. Die anderen Gebiete werde ich jetzt auch noch abklappern. Da gibt es dann auch nochmal ein extra Video für. Könnt ihr gerne reinschauen, falls ihr die auch noch braucht. Ich verabschiede mich für die Aufnahme an der Stelle schon mal. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.